Herzlich willkommen bei CarNews TV. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit den Neuheiten der Automobilwelt und setzen den Schwerpunkt auf eine deutsche Edelschmiede, AMG. Zudem haben wir noch weitere Fahrzeuge von Toyota, Audi und Porsche im Programm. Und zudem ein Abschied von einem großen Motorsportler. Beginnen wollen wir aber mit einem Blick hinter die Kulissen der Mercedes-Edeltochter AMG in Affalterbach, nördlich von Stuttgart. Und dort trafen wir den Geschäftsführer, Ola Kalenius. Doch zuerst einmal wollten wir wissen, wie alles begann. AMG, die drei magischen Buchstaben, stehen für Aufrecht. Der Aufrecht, einer der Gründer der Firma. Melcher, Erhard Melcher, der zweite Gründer. Und G für Groß Asbach, das ist der Geburtsort von Hans-Werner Aufrecht. Die zwei Herren waren Ingenieure in Motorsportabteilung bei Daimler in den 60er Jahren und die haben die Firma AMG als schwäbische Entrepreneure gegründet, aus der Leidenschaft für den Motorsport und für die Technik. Hans-Werner Aufrecht hat damals gesagt, man kann einen Mercedes nicht besser machen, aber man kann ihn anders machen. Und es ist dieses Anders, diese Performance-Dimension, die wir seit mehr als 4 Jahrzehnten verfolgen hier nach Walterbach. Und für den Hans-Werner als damals Mercedes-Mann war es ganz klar, es kann nur Mercedes sein und AMG ist die Performance-Dimension von der Marke Mercedes. AMG ist ein sehr wichtiger Bestandteil von Mercedes. Es ist ein Teil der Mercedes-Familie. Wir reden von Driving Performance. Wir stehen für die Performance-Fahrzeuge in der Mercedes-Familie und sind sowohl technologisch als auch in Sachen Absatz und wirtschaftlicher Erfolg ein wichtiger Bestandteil vom Konzern. Ohne Motorsport würde es AMG nicht geben. Es war die Leidenschaft für den Motorsport, was die Herren Aufrecht und Melcher bewegt haben, die Firma zu gründen. Und wir wurden ja als Motorsportfirma mehr oder weniger gestartet und haben die Straßenautos gebaut, um den Motorsport zu finanzieren. Und seit einigen Jahrzehnten sind wir dominant, natürlich im Tourenwagenmeisterschaft DTM, unterwegs als erfolgreichste Marke der letzten 25 Jahre. Wir haben das erweitert in 2011 um den Kundenmotorsport GT3 und sind jetzt auch in der Formel 1 unter dem Markenlabel Mercedes-AMG unterwegs seit 2012. In der Technik im Hintergrund arbeiten wir seit vielen Jahren zusammen. Wir waren ja schon immer ein Mitglied des Formel 1 Teams über Safety Car, über Medical Car. Das heißt, wir kennen uns seit über 20 Jahren natürlich sehr gut. Aber auf der technischen Ebene, sowohl auf der Powertrain-Seite als auch auf der Chassis-Seite, sind die Kontakte in der Entwicklung da. Wir tauschen uns aus. Ein gutes Beispiel ist bei dem neuen SLS Electric Drive. Besteht die Hochleistungsbatterieeinheit aus dem Formel 1-Team. Das heißt, die Ingenieure in der Formel 1 haben dieses Batterieaggregat sowohl entwickelt als auch produziert. Und in die andere Richtung nehmen die auch technische Entwicklungen von uns auf. Eine interessante Technologie mit Genen des Motorsports, die wir noch genauer betrachten werden. Und ein interessantes Unternehmen mit vielen Visionen. Von einer deutschen Edelschmiede kommen wir nun zum größten derzeitigen Automobilhersteller der Welt. Toyota zeigte auf Mallorca den neuesten Ableger der Auris-Familie. Toyota ist immer für kleine Überraschungen gut. Und deshalb ist es schon überraschend, dass einerseits Toyota in der Kompaktklasse mit dem Auris Touring Sports nach Jahren fehlender Angebote wieder einen Kombi offeriert, andererseits dies gleich mit einer Weltpremiere verbindet, dem ersten Vollhybrid-Kombi in der Kompaktklasse.
Das Frontdesign sieht genauso modern und schick aus wie das des Schrägheckmodells. Der schmale obere Kühlergrill verläuft auf der vollen Breite zwischen den Scheinwerfern. Eine Chromspange, die den oberen Grill horizontal teilt, reicht bis in die Scheinwerfereinheiten hinein. Ein Effekt, der die Breite des neuen Auris Touring Sports unterstreichen soll. In der Seitenansicht geht die flach angestellte Windschutzscheibe, ebenfalls analog zur Schrägheck-Variante, fließend in eine flache, aerodynamisch günstige Dachlinie über, die sich hier jedoch durch eine Leichtmetall-Dachreling und einen integrierten Dachspoiler auszeichnet. Ja, der Touring Sports ist ja eine Kombi-Variante und das ist halt genau das, worauf wir da am meisten Wert gelegt haben. Die wichtigsten Faktoren sind Geräumigkeit und Flexibilität. Beim Thema Größe, sprich Laderaum, haben wir ein Volumen von 530 bis 1658 Litern. Das ist sicherlich in der Klasse ein sehr guter Wert und macht eben die Geräumigkeit und Nutzbarkeit aus. Als zweiter Hauptpunkt ist das Thema Flexibilität. Hier haben wir ein sehr einfaches System. Wir können aus dem Kofferraum mit zwei Hebeln die Rücksitze leicht umklappen. Natürlich auch von vorne, aber diese zusätzliche Funktion im Kofferraum macht es eben noch leichter. Dann entsteht eine komplett ebene Ladefläche und die dann sehr flexibel nutzbar ist. Dazu gibt es einen zweifach verstellbaren Laderaumboden, den man eben dann auch noch dementsprechend nutzen und einsetzen kann, um das Laderaumvolumen noch zu maximieren. Der Innenraum des neuen Touring Sports bietet ausreichend Raum und Komfort. Die Oberseiten von Armaturentafel und Türverkleinungen sind aus Soft-Touch-Material hergestellt. Im direkten Vergleich sieht man kaum Unterschiede, nur dass der Sports Tourer 28 cm länger ist als die Schrägheck-Variante, aber da muss man schon genau hinschauen. Der Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,28 cW soll bei beiden zu einem niedrigen Verbrauch beitragen. Auf den Probefahrten zeigte sich der Wagen ausreichend agil und verkrampfte nicht zum Sparmobil. Wir liegen beim Einstiegspreis für die Hybrid-Variante bei 24.400 Euro. Das sind im Vergleich zu dem ähnlich ausgestatteten und ähnlich motorisierten 2 Liter Diesel 150 Euro weniger. Und wir versprechen uns davon, in diesem Jahr noch etwa 5.000 Einheiten zu verkaufen. Einleitend haben wir uns mit der Geschichte und der Formel 1 bei AMG beschäftigt. Nun kommen wir zum Wichtigsten, den Autos. Die Modelle bei Mercedes-AMG sind vielfältig, wie auch das Mercedes-Produktprogramm. Fast jedes Fahrzeug ist auch als AMG erhältlich, weshalb wir hier einige vorstellen wollen. Das Prägnante am AMG-Produktportfolio ist es, dass wir den Kunden, glaube ich, gerade im High-Performance-Segment das breiteste Portfolio unter den Herstellern da einfach bieten können. Wir sind dort aufgestellt vom sehr attraktiven Einstiegsmodell in die AMG-Welt, jetzt gerade neu gelauncht, das Thema A45 und CLA 45 AMG, bis ganz nach oben hin zu unseren 12-Zylinder-Flaggschiffen, die wir im Angebot haben, die auch sicherlich da ihre Liebhaber finden. Ganz vorne sind natürlich die SLS-Modelle. Diese sind keine Mercedes SLS, sondern offiziell SLS AMG, denn entwickelt wurden sie bei AMG. Der fast legendäre Flügeltürer aus den 50ern hat damit einen Nachfolger und Traumwagen, den es in verschiedensten Varianten gibt. Als Coupé in Rennversion der GT3, als Black Series oder auch als Geburtstagsedition zum 45. Jubiläum. Aber die sind schon alle weg, denn sie sind streng limitiert. Nicht limitiert ist allerdings der SLS Roadster, der sich seinen festen Platz auf den Boulevards der Metropolen bereits gesichert hat. Der AMG SLS Electric Drive, mit dem man gerade auf der Nordschleife einen neuen Weltrekord aufstellte. Exakt 7 Minuten und 56,234 Sekunden benötigte der Elektro SLS für eine Runde auf der härtesten Rennstrecke der Welt.
Mit dem SLS haben wir mit einem weißen Blatt Papier angefangen und einen puren AMG-Supersportwagen gestaltet. Der SLS ist so erfolgreich in den Markt gestartet, dass wir sagen, da müssen wir mehr machen. Es kommen weitere Sportwagen von AMG, aber es ist noch ein Tick zu früh, exakt zu sagen, was wir da vorhaben. Ganz aktuell zeigt AMG auch die gerade erst vorgestellte S-Klasse im AMG-Look. Aber auch der SL und die M-Klasse oder gar das G-Modell sind bei AMG veredelt worden. Neuerdings wagt man sich auch in niedere Gefilde des Automobilbaus. War bisher das C-Coupé das Einstiegsmodell für den ambitionierten Sportfahrer, so hat man sich nun erstmals der A-Klasse gewidmet. Das neu installierte Herz leistet nach AMG-Verständnis mit 360 PS den adäquaten Vortrieb und ist sowohl auf der Straße ein neuer Star der Sportfahrerszene wie auch auf der Rennstrecke. Dort durften wir ihn bereits fahren und uns von seinen Qualitäten überzeugen lassen. Mit einer Höchstleistung von 360 PS und einem maximalen Drehmoment von 450 Newtonmetern ist der kernige 2,0 Liter Vierzylinder-Turbomotor der weltweit stärkste in Serie produzierte Vierzylindermotor überhaupt. Die Literleistung von 181 PS übertrifft selbst die stärksten Supersportwagen. Die Frontansicht des A45 AMG bestimmen der Twinblade-Kühlergrill und die Querstrebe in der Frontschürze. Beides in Titangrau matt lackiert. Dazu kommen in der Seitenansicht Schwellerverkleidungen mit Einsätzen in Titangrau matt. Der Mercedes-Benz A45 AMG mit Allradantrieb beschleunigt in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von begrenzten 250 km/h. Eine echte Bereicherung im Segment der sportlichen 1er BMW und 3er Audis. AMG bedeutet aber nicht immer zwingend und nur Leistungssteigerung. Von AMG kann man für viele Mercedes-Modelle auch nur den AMG-Look bestellen. So kann man zwar serienmäßig fahren, aber doch etwas sportlicher daherkommen. Zugegeben, wunderschöne Objekte der Begierde bei AMG. Aber auch Audi feiert neue Verkaufsrekorde und erweitert seine Produktpalette in Ungarn mit der A3 Limousine. Es gibt Neues von Audi und gleichsam vom A3, denn der Wagen zeigt sich nun in einer Karosserievariante, die man bisher nicht vom A3 kannte, dem Stufenheck. Budapest ist die Hauptstadt von Ungarn und ist mit 1,7 Millionen Einwohnern die siebtgrößte Stadt der Europäischen Union. Die vielen Donaubrücken und besonders die Freiheitsbrücke und die Kettenbrücke, welche die älteste der berühmten Donaubrücken ist, ist eine Reise wert. Auch für den neuen A3 mit Stufenheck, womit das dritte Modell der A3-Baureihe vorgestellt wurde. Mit dieser will der Ingolstädter Autobauer im Spätsommer in das Marktsegment der kompakten Viertürer vordringen und erwartet davon, dass weltweit jeder zweite A3 als Limousine verkauft werden wird. Zum Marktstart sind zunächst drei neu entwickelte Motoren verfügbar, zwei TFSI und der hier gezeigte TDI. Ihre Leistung reicht von 140 bis 180 PS. Auch die Front der Limousine wird geprägt vom typischen Single-Frame-Kühlergrill. Der A3 ist als Limousine 4,46 Meter lang. Das flache Dach endet in einer C-Säule, die in die Karosserieschulter übergeht. Die Tornado-Linie konturiert und die Rathäuser zeigen, wie kräftig der Wagen auf der Straße steht. Der Stoßfänger und die großen Lufteinlässe unterstreichen die Fahrzeugbreite. Die Scheinwerfer sind optional in Voll-LED-Technologie erhältlich und auch die Heckleuchten sind mit Leuchtdioden erhältlich.
Der geräumige Innenraum ist klar strukturiert. Die Mittelkonsole ist zum Fahrer hin geneigt. Die großen, runden Luftausströmer, die plastisch gestalteten Dekorleisten und das elegante Bedienfeld der Klimaanlage prägen das Interieur. Die Bedienung erklärt sich intuitiv. Während der Fahrt mit dem TDI Dieselmotor zeigte sich die A3 Limousine äußerst agil und zudem auch sehr ausgereift und elegant. Besonders bemerkenswert ist die fast fehlende Geräuschkulisse des Turbodieselaggregats. Auch in dieser weltweit deutlich populären Bauform der Limousine wird der A3 viele Liebhaber finden. Und das nicht nur in den typischen Stufenheckmärkten Asien und USA. Die A3 Limousine ist ein präsentables Fahrzeug, das mit seinen Proportionen und der dynamischen Linienführung weltweit seine Freunde finden wird. Während in der Großserie vieles von Robotern entsteht, hat AMG etwas ganz Außergewöhnliches namens One Man, One Engine. Wir durften dabei sein. Bei AMG in Affalterbach baut immer nur ein Monteur einen ganzen Motor und darf ihn dann am Ende mit seiner eigenen Plakette signieren. Das Gefühl, wenn man die Plakette am Ende vom Aufbau draufklebt, ist natürlich jedes Mal eine Freude. Man fängt am Anfang an und dann am Ende hat man so ein Produkt praktisch hergestellt, sagen wir mal, auf die Welt gesetzt. Und da den Namen drauf zu kleben, ist natürlich für mich persönlich was Besonderes. Und es ist für mich auch eine Art Wertschätzung. Ja. Doch vor dem Aufkleben der eigenen Signatur steht eine Menge Arbeit. Und die beginnt mit dem Aufsetzen des Motorblocks. Wir bauen hier im Schwerpunkt V8 Motoren. AMG ist sowieso im Schwerpunkt eine V8 Firma. Das ist der M156, das ist der Motor im SLS und im C63. Dann den 159, das ist die Weiterentwicklung dieses Motors mit einer deutlichen Leistungssteigerung, den wir jetzt im Black Series anbieten und im GT. Dann bauen wir den 152, das ist der V8 Motor, der im SLK drin ist, ein Saugmotor ohne Turbolader auch. Des Weiteren den M157, das ist unser aktueller V8 mit Biturbo-Aufladung, der in der E-Klasse, im CLS, in der S-Klasse zu haben ist. Und last not least den 279, das ist unser 12-Zylinder mit Biturbo, der auch sowohl in der S-Klasse als auch im SL wie im G verfügbar ist. Das sind die V-Motoren, die hier gebaut werden. Ja, One Man, One Engine ist eine Identifikation der Mitarbeiter mit dem Produkt. Aber auch der Kunde hat die Möglichkeit zu sehen, wer welche Person sein Produkt gebaut hat. Das geht so, dass die Mitarbeiter, die Sie hier sehen im Hintergrund, jeder Mitarbeiter einen Motor komplett baut. Das heißt, er fängt bei Null an, hat einen Wagen, den er durchschiebt, baut jedes Teil zusammen, bis der Motor fertig ist und macht am Ende die Qualitätsprüfung, den Qualitätscheck. Und bestätigt das letztendlich mit seinem Namen. Das ist eine Motorenplakette, die oben drauf ist. Sozusagen auch ein Gütesiegel für uns, wo sein Name drauf steht. Und das Schöne daran ist, der Kunde, der unsere Fahrzeuge kauft, kann dann, wenn er in den Motorraum reinguckt, sehen, wer hat seinen Motor gebaut. Und wenn er hier eine Werksführung macht, hat er die Möglichkeit, den Mitarbeiter auch mal kennenzulernen, was sehr häufig passiert und immer ein tolles Erlebnis für beide Seiten ist. Das One Man, One Engine, das ist eine Tradition bei uns, bei der Mercedes AMG. Da ist es nämlich halt so, dass einmal ein Mann den Motor von Anfang bis zum Ende aufbaut, bis zum Befüllen vom Öl.
Das Besondere daran ist der qualitative Standard. Das ist halt wirklich Handarbeit. Man fängt halt mit dem Kurbelgehäuse unten an, baut ein Stück für Stück die Kolben ein, Kurbelwelle ein, Zünderköpfe und, bis man halt am Ende noch ein Saugrohr und dann letztendlich die Plakette aufklebt. Qualitativ ist es halt besser, weil der Mensch kann halt auf individuelle Fehler oder Dinge reagieren, was der PC oder der Computer oder ein Roboter jetzt nicht wirklich reagieren kann. Der Mensch kann halt darauf reagieren und das halt auch dementsprechend Lösungen dafür finden. Und somit ist halt der Qualitätsstandard ziemlich hoch. Wir gehen so vor, dass wir die teilweise Kundendaten, also Fahrdaten, wie unsere Kunden die Fahrzeuge bewegen und damit auch die Motorenbeanspruchung aufnehmen. Wir haben also eine große Datenbank erzeugt über Data-Logger-Systeme, die wir in Absprache mit unseren Kunden in deren Fahrzeuge installiert haben. Und so wissen wir ziemlich genau über eine Statistik, was unsere Kunden so machen mit den Fahrzeugen. Diese Daten spielen wir in unsere Prüfstände ein und fahren die Motoren am Prüfstand so. Das heißt, der Motor wird so betrieben wie vom Kunden auf der Straße. Das allein reicht uns aber noch nicht. Wir gehen dann nochmal auf die Nordschleife Nürburgring. Das ist unsere Heimteststrecke und ein AMG-Produkt muss dort auch Runden im Renntempo überstehen. Das ist auch ein Gütesiegel für unsere Fahrzeuge. Und dann müssen wir natürlich die klimatischen Bedingungen, die auf der ganzen Welt vorkommen, Hitze, Höhe, Kälte, absichern. Dazu gehen wir nach Südafrika. Da finden wir extreme Temperaturen vor oder nach Amerika in die Wüste. Bei Temperaturen von über 50 Grad und last not least natürlich auch nach Schweden, wo wir die Motoren, die Fahrzeuge extremer Kälte aussetzen, um zu gucken, ob auch in diesen Bedingungen unsere Fahrzeuge einwandfrei funktionieren. Wir haben also ein Kalttestverfahren entwickelt, das muss jeder Motor durchlaufen. Damit sehen wir schon würden wir erste Fehler finden. Das heißt, der Motor muss sich drehen, ist aber nicht befeuert, er wird also angeschleppt von einer Elektromaschine und stellt wirklich sicher, dass die Motoren einwandfrei hier die Werke verlassen. Statistisch suchen wir aber einen bestimmten Prozentsatz Motoren aus, die ein komplettes Heißprüfprogramm durchlaufen müssen. Das heißt, da werden die Motoren deutlich aufwendiger auf dem Prüfstand installiert, werden betrieben, werden befeuert, kriegen volle Last, Volllast, Teillast, Schub, Zug, alles, was der so in seinem Fahrzeugleben erlebt, in so einem gerafften Programm. Und die Motoren, die das dann durchlaufen haben, sind natürlich auch absolut gütegesichert. Und wir sehen dann, wenn es in der Statistik vorkommen würde, dass es da Probleme gibt, würden wir diesen Anteil erhöhen. Und das ist für uns die absolute Sicherheit, dass hier nur einwandfrei geprüfte Motoren das Werk verlassen und so in die Autos kommen. Einwandfreie Motoren sind auch das Ziel für Cevadas Intradas und die Plakette ist die Krönung eines mehrstündigen Schöpfungsprozesses. Belohnung und Verpflichtung zugleich. Übrigens, sollten Sie regelmäßig die Formel 1 im Fernsehen schauen und gelegentlich das SLS Pace Car bestaunen, den Motor hat Cevadas Intradas ebenfalls ganz allein gebaut und mit seiner Plakette versehen. Wahrscheinlich genauso zufrieden und stolz, wie er diesen Motor beendet hat. Leistung pur in jedem Drehmoment. Dies gilt auch für den neuen Porsche Panamera. Porsche hat den Panamera zur Lebensmitte und nach mehr als 100.000 Einheiten überarbeitet und dies gleich sehr umfangreich. Sowohl technisch wie auch am Design der Kurz- und der Langversion wurde gefeilt. Der Panamera der zweiten Generation ist in allen für Porsche relevanten Dimensionen neu. Zum einen haben wir das Design komplett überarbeitet und das Fahrzeug insgesamt designseitig gestrafft. Darüber hinaus haben wir in den Dimensionen Performance, Komfort und Effizienz das Fahrzeug nochmal deutlich weiterentwickelt. Die beiden Dimensionen Komfort und besonders Performance waren schon immer tief in den Porsche-Genen verankert. Nun ist das Thema Effizienz ebenfalls seit einigen Jahren ein Kernauftrag. So stieg die Leistung des Turbos um 20 PS auf 520 PS
während der Verbrauch um 1,3 Liter pro 100 Kilometer zurückging. 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und eine höhere Spitzengeschwindigkeit sprechen dabei für sich. Doch dies sind rationale Kaufgründe. Besonders bei der Damenschaft zählen aber Qualität, Schick und Eleganz, wie auch Leistung. Grund genug, dass Autotester auch mal die weiblichen Eindrücke zu Wort kommen lassen. Ein Innenraum oder das Design, wie auch die Gesamtanmutung oder das Prestige eines Panamera sind kaum fassbare, ja fast gasförmige Kriterien, die aber die Kaufentscheidung der potenziellen Zielgruppen maßgeblich beeinflussen. Zudem ist auch der Wunsch nach Fahrspaß und Sicherheit bei der Damenwelt zunehmend wahrnehmbar, weshalb diese nicht mehr freiwillig dem Partner das Volant überlassen. Es ist ein faszinierendes Auto, gleichzeitig ein dynamisches, sportlich und elegantes Fahren. Ein Traum. Na dann, so haben wir auch geklärt, wie die Weiblichkeit der neuen Panamera wahrnimmt. Kommen wir nun wieder zu den harten Fakten. Ja, heute freue ich mich ganz besonders, diesen wunderschönen neuen Panamera der zweiten Generation hier in Österreich fahren zu können. Das Fahrzeug verfügt über natürlich eine ganze Menge Neuheiten. Man denkt immer, es ist nicht möglich, dass ein Porsche noch perfekter wird, aber man ist immer wieder überrascht, dass es doch geht. Natürlich wollen die Zuschauer auch heutzutage wissen, wie fährt sich denn so ein Panamera Turbo. Der Panamera Turbo ist unglaublich souverän. Er ist wie in seinen Grundgenen veranlagt natürlich ein Sportwagen. Er hat die Gene des Porsche 911. Aber er ist auch eine große Limousine. Und gepaart mit dem Motor des Turbos und deutlich über 500 PS kann man sagen, das ist ein unglaublich souveränes Fahrzeug. Dieses Auto ist schnell unterwegs, es liegt satt auf der Straße, es ist eine tolle Reiselimousine und die Kurvengeschwindigkeiten sind gerade im Bereich der Limousinen natürlich atemberaubend. Doch Porsche hat nun eine neue Sensation im Programm. Der erste Plug-in-Hybrid in der Luxusklasse. Der Panamera SE Hybrid bietet die Möglichkeit, auf bis zu 135 km pro Stunde geräuschlos zu beschleunigen. Andererseits steckt in ihm ein Sportwagen, der in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km sportet und 270 km pro Stunde fährt. Und das bei einem Normverbrauch von 3,1 Litern auf 100 Kilometer. Das Fazit: Der Porsche Panamera ist erwachsen geworden. Er ist im Detail immer etwas besser geworden. Die Motoren sind stärker. Alle Motoren sind etwas verbrauchsärmer geworden. Die Langversion macht richtig viel Sinn, wenn man viel reist. Und das Fahrzeug macht sogar richtig viel Spaß, auch wenn man richtig sportlich unterwegs sein will. Jörg Bergmeister und sein Bruder Tim sind seit Jahren Porsche-Piloten. Ihr Vater Willi Bergmeister war ebenfalls eine Rennsportlegende und Förderer von Michael Schumacher. Anfang Juli verstarb er unerwartet. Ein kurzer Rückblick. Willi Bergmeister ist eine deutsche Rennsportlegende. Er selbst konnte mit Fachwissen stets überzeugen, denn der Tourenwagen-Europameister war auch auf den Bergrennstrecken ein Star in seinem orangefarbenen NSU TT. Mit diesem Wissen und seiner ruhigen Art war er nicht nur für seine ebenfalls sehr erfolgreichen Söhne Tim und Jörg, sondern auch für den späteren siebenfachen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher ein angenehmer Förderer, ohne unrealistisch zu fordern. Michael Schumacher machte seine Lehre im Langenfelder Unternehmen und wurde zu Beginn auch unterstützt. Für seine Freunde wird er aber immer so in Erinnerung bleiben, als extrem ruhiger, freundlicher und zuvorkommender Mensch. Das war's wieder einmal bei CarNews TV. Wir hoffen, wir können Sie bald wieder begrüßen mit unserer nächsten Ausgabe und dem Schwerpunkt 50 Jahre Porsche 911. Eine atemberaubende Reise in die Entwicklung einer Legende.